Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch 5 preisgünstige Feuerwerksbatterien aus den Discountern vorstellen. Hier geht es nicht um die allgemeinen Klassiker wie zum Beispiel Bloody Mary, Alligator, Artus Poison und so weiter, sondern hier werden euch heute 5 Batterien vorgestellt, über die nicht so viel geredet wird. Die ein oder andere ist schon sehr bekannt, aber ein oder andere Batterie eher nicht so und wo nicht so viele Leute drüber reden. Diese Batterien sind etwas teurer als 5 Euro, aber nicht teurer als 15 Euro, also mittendrin. Und da sind so ein paar Batterien dabei, die ich euch einfach mal präsentieren möchte und die meiner Meinung nach für Discounterware sehr gut sind. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Video. Platz 5. Auf Platz 5 habe ich die Weco Fright Night. Die Weco Fright Night Batterie könnt ihr bei Kaufland für 6,99 Euro kaufen. Sie hat 49 Schuss, brennt 45 Sekunden, hat ein Kaliber von 14 mm und hat eine Gesamt-NEM von 200 Gramm. Bei dieser Batterie, ja, erwarten euch Knatterfeuertöpfe mit Goldaufstieg, ihr habt rot-grüne, silberne, aber auch gelbe Palmen und Popping Stars sind mit dabei. Also eine kleine Batterie für den kleinen Preis mit vielen verschiedenen Effekten mit dabei und ich finde, über diese Batterie redet irgendwie fast keiner. Sie ist jetzt nicht die beste Batterie und hat auch nicht das beste Kaliber, aber sie bietet dennoch schöne Effekte und rasante Abschüsse und das finde ich sehr wichtig bei einer Batterie und für 6,99 Euro kann man da absolut nichts falsch machen. Platz 4. Auf Platz 4 habe ich die Nikko-Batterie Outlaw. Die Outlaw könnt ihr jedes Jahr bei Norma für 6,99 Euro kaufen. Sie hat 16 Schuss, brennt 35 Sekunden, hat ein Kaliber von 25 mm und hat eine Gesamt-NEM von 162 Gramm. Auch hier erwarten euch schöne Effekte. Ihr habt 16 Schuss nacheinander, grüne oder blaue aufsteigende Leuchtknatterkometen. Das Ganze in einer lautstarken Zerlegung mit goldenen Brokatkronen, deren Spitzen sich anschließend in rote, grüne oder blaue Leuchtsterne verwandeln. Also wirklich auch für den kleinen Preis eine tolle, solide Batterie, die man sich auf jeden Fall kaufen kann. Wie gesagt, jedes Jahr bei Norma und von mir auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Platz 3. Auf Platz 3 habe ich die Weco-Batterie Barbarian. Die Barbarian-Batterie könnt ihr bei Penny für 11,99 Euro kaufen. Diese Batterie hat 10 Schuss, brennt 25 Sekunden, hat ein Kaliber von 30 mm und eine Gesamt-NEM von 245 Gramm. Die Barbarian ist die umgelabelte Batterie der Höllenblitz. Sie ist sehr besonders, denn hier wird alles in 4 Stufen geschossen. Also es fängt an mit Knisterfeuertopf, farbige Sterne, Blinkbouquets, Goldflimmer mit Blinksternen. Ja, und das Ganze rasant in 4 Stufen geschossen. Also wirklich eine sehr tolle Batterie, eine Neuheit aus dem Jahr 2018 und ich finde eine sehr schöne Batterie, die Penny da mittlerweile anbietet, die kann man auf jeden Fall für den Preis sehr gut kaufen. Platz
2. Auf Platz 2 habe ich die Weco Heavy Metal Reloaded. Die Heavy Metal Reloaded könnt ihr jedes Jahr bei Aldi Nord für 12,99 € kaufen. Sie hat 19 Schuss, brennt 30 Sekunden, hat ein Kaliber von 30 mm und eine Gesamt-NEM von 320 Gramm. Umgelabelt ist diese Batterie die Celtic Knights von Weco. Ja, diese Batterie bietet Blinkstern-Bouquets mit schönen Glitter in Gold- und Multicolor-Effekten. Ja, und am Ende gibt es dann bei dieser Batterie eine schöne Salve zum Abschluss, und das finde ich bei einer Batterie sehr wichtig, auch bei Verbünden, dass das Finale einfach sehr schnell geschossen ist, meiner Meinung nach. Und das bietet diese Batterie. Ja, und daher für mich einfach auch auf diese Liste, und mit der kann man einfach auch nichts falsch machen. Also wenn ihr einen Aldi Nord habt, kauft euch die auf jeden Fall für den Preis. Platz 1. Auf Platz 1 habe ich zwei Batterien, und zwar einmal die Stormy Flash und die Pretty Heaven. Ich werde in meinem Fall mehr auf die Stormy Flash gehen, denn ich finde, von beiden ist das die bessere, und die gab es auch in meiner Lidl-Filiale, aber es sind beide wirklich sehr, sehr gut. Auf jeden Fall, die Stormy Flash kostet 11,99 €. Ihr könnt sie bei Lidl kaufen. Sie hat 13 Schuss, brennt 25 Sekunden, hat ein Kaliber von 30 mm und eine Gesamt-NEM von 243 Gramm. Das Besondere bei der Stormy Flash ist einfach, dass sie diesen Wirbel aufsteht hat und dann einen sehr schönen Effekt am Himmel mit sehr guten Zerlegern. Das gleiche bei der Pretty Heaven. Pretty Heaven hat keinen Wirbelaufstieg, aber das Tolle bei dieser Batterie ist, dass bei den Bouquets, also bei dem Effekt am Himmel, die Spitzen leuchten, und das finde ich wirklich sehr edel. Und für diesen Preis kann man bei diesen beiden Batterien wirklich nichts falsch machen. Also wirklich unbedingt kaufen, je nachdem in welcher Region ihr wohnt. So Leute, das war's jetzt schon mit dem Video. Könnt ihr meiner Liste zustimmen? Sind da ein oder zwei oder vielleicht sogar mehrere Batterien dabei, die ihr euch auch kaufen würdet? Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, kommentiert wie gesagt, abonniert mich auf Instagram, da heiße ich auch Silvester2k. Bleibt aktiv, es kommen noch sehr, sehr schöne Videos die nächsten Wochen und Monate. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Haut rein!